Willkommen zum dritten und letzten Teil von Zwillbrock 2019. Mittlerweile haben wir den vorletzten Tag. Wir haben jetzt kurz nach Nachmittag. Die Forellen unten auf dem Foto habe ich eben schon ausgenommen. Und alles, was ich jetzt noch gefangen habe, haben meine Mitangler, die nicht im Bild sind, auf der rechten Seite geschenkt bekommen. Hier nochmal ein Gruß an die Jungs aus Paderborn. Von der Methode her bin ich dem System von zwei Tagen zuvor treu geblieben. Die Forellen stehen noch relativ dicht unter der Oberfläche und nehmen den geschleppten Powerbait relativ gut. Dieses Jahr extrem schwierig war, zumindest in dem Zeitraum, wo ich vor Ort war, waren die Störe. Wälse konnten, glaube ich, zwei gefangen werden, aber auch über Nacht erst, und wie gesagt, Störe ganz, ganz schwierig zu dem Zeitraum. Für die Hintergrundmusik kann ich wirklich nichts. Ich habe da links zu meiner Seite zwei Jungs sitzen, die waren auf Stör die ganze Zeit aus. Und die haben dermaßen eine Musik gespielt vom feinsten. Hört sich selber an. Das kann man nach zwei Tagen echt nicht mehr hören. Über Geschmack lässt sich aber streiten. Jedem das seine. Eine wirkliche Schwarmbildung war jetzt auch nicht mehr zu sehen. Im Gegenteil, eher kam hier und da schon mal vereinzelt eine Forelle hoch, aber das Anwerfen war relativ schwierig, da sie sich schnell von A nach B bewegten und somit kein richtiges Anwerfen möglich war. Zudem sind die Bisse auch nicht mehr ganz so aggressiv ausgefallen, waren jetzt eher ein vorsichtiger Zupfer und haben relativ lange Schnur genommen, bis sie ordentlich abgezogen sind. Ich wechsle jetzt gleich die Position auf dem Steg und beim Anheben der Rute bekomme ich den Biss. Jetzt. Genau wie einen Tag zuvor an derselben Stelle war es wieder ein Übergang vom flachen in den tieferen Bereich. Im Grunde habe ich beim Anheben der Rute und beim Positionswechsel auf dem Steg quasi einen ungewollten Spin-Stop eingelegt, in dem der Teig langsam runtertrudeln konnte, und genau in dem Moment hat die Forelle zugepackt.
So, jetzt letzter Versuch auf Forelle an diesem Abend. Mal gucken, ob noch eine beißt. Das war echt eine so schöne Abendstimmung an dem See. Wenn ihr euch das Hintergrundbild anguckt von dem unteren Video, einfach herrlich. Und übrigens bis. Hier hat die Forelle den Köder erst im zweiten Nachfassen ordentlich genommen. Alles vorbereiten für die Nacht. Die Routen kommen wieder zurück ans Haus. Gleich werden die Störrouten nochmal neu ausgelegt und das DFB-Pokalfinale kommt auch gleich. Wenn ich bedenke, was in den 5 Tagen an Fisch in den See gekommen ist und was nur entnommen worden ist, also Wahnsinn, was da ein Fischbestand drin ist in dem See. Ich konnte in der letzten Nacht noch 3 Kontakte über Nacht am Bissanzeiger gemeldet bekommen, aber wie gesagt, es ist nichts hängen geblieben. Ich glaube, in der Nacht ist auch gar kein Stör gefangen worden im ganzen See. Also echt schwierig. Das ist leider schon der letzte Tag. Morgens noch schnell die SD-Karte gewechselt, für den schönen Morgen aufzunehmen. Danach haben wir die Hütte soweit aufgeräumt, das Auto schon mal grob geladen und die letzten 3 Stunden noch ein wenig geangelt.
Also wir haben schon einen wirklich großen Kombi und ein Jetpack obendrauf. Was man ein Zeug mitschleppt, wenn man ein paar Tage angefährt, ohne Worte, ehrlich. Da weiß man gar nicht, wie man es alles immer ins Auto reinbekommt. Was uns sehr gut gefallen hat, das ist zum Beispiel, dass vorne am Haupthaus die sanitären Einrichtungen neu gemacht worden sind. Wirklich vom Feinsten. Echt toll gelungen. Der Aufenthaltsraum direkt quasi der Wintergarten ist auch neu gestaltet worden. Die Dusche ist schon vor ein paar Jahren neu gemacht worden. Echt schön. Der Schlachtplatz ist immer sauber. Also es gibt wirklich fast nichts oder eigentlich gar nichts zu mäkeln an der Anlage. Mir fällt zumindest nichts ein. Über das Publikum an der Teichanlage kann ich auch nur Gutes sagen. Also meine Mitangler zur rechten Seite und zur linken, das lief alles sehr ordentlich und ohne Komplikation ab. Man hat sich mit Rat und Tat unterstützt, man hat ein Schwätzchen gehalten. Ich habe meine Forellen, die ich definitiv zu viel hatte, alle gerne verschenkt. Und aus der Richtung her oder von der Seite her kann man auch nur positive Sachen berichten. Endspurt 2019 Zwölbrock. Die letzten zwei Stunden nur noch schön mit einer Route geschleppt. Und da ist der Biss. Und auch die hängt. Die Farbkombi schwarz mit braun lief wirklich 4 Tage einwandfrei. Eins noch zur Qualität der Fische, also ich kenne den Lieferanten, wo die herkommen, wirklich Topfische, kampfstark. Makellose Flossen, keine Beschädigungen und geschmacklich einwandfrei. Erste Klasse.
die Forelle und noch drei andere gingen an einen Vater, der rechts neben mir stand, mit seinem kleineren Sohnemann. Die hatten weniger Glück an dem Tag und haben sich riesig über die Forellen gefreut. Gern geschehen. Die Musik zu meiner linken Seite von den Mitanglern wurde langsam auch besser auf der Playlist. Und zu Hausmusik kann man gut Forellen fangen. Spaß muss sein. Wäre doch mal eine geile Aktion für ein Event. Fish and Dance.
Gegen 11 Uhr habe ich dann langsam eingepackt, das letzte Angelzeug noch im Auto verstaut, das Auto soweit reisefertig gemacht. Dann sind wir noch kurz zum Andi in die Hütte, haben noch die Tageskarten und die Unterkunft bezahlt, noch in aller Ruhe einen Kaffee getrunken und die letzten 5 Tage Revue passieren lassen. Was sich auf jeden Fall lohnt, wenn jemand gern geräucherte Forellen isst. Ich habe meine Forellen vom dritten Tag zum Räuchern abgegeben. Für einen geringen Aufpreis, habe damit selber dann keine Arbeit, kann super geräucherte Forellen mitnehmen und die wurden direkt abends dann bei der Ankunft zu Hause verzehrt. Hier ein paar Fotos von meinem Angelgerät, was ich benutzt habe über die 5 Tage. Das war meine Grundroute, meine zweite, für auf Forelle zu gehen. Meine Gummiroute für ultraleicht. Für Spoons habe ich die Kamagatsu-Routen und eine Soare. Und zum Stör- bzw. Welsangeln meine Karpfen und Longcast von Shimano. Insgesamt konnte ich in den 5 Tagen 48 Fische überlisten, davon 2 Störe von 3 bis 3,5 Kilo, 12 Regenbogenforellen von 450 bis 600 Gramm und 34 Forellen von 1,2 bis 2 Kilo. Nochmal ein letzter Kameraschwenk über den See, bevor wir die Heimreise angetreten haben. Wir kommen mit Sicherheit 2020 wieder und freuen uns jetzt schon auf den nächsten Aufenthalt. Bis dahin, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video und lasst mir ein Like und ein Abo da. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.